Hallöchen und willkommen zurück. Wir sind bei Folge, ich hab's vergessen, 14. Altes Hirn lässt einen im Stich. Bei Folge 14, ihr habt gerade Nachmittag, wahrscheinlich gerade lecker Kuchen gegessen bei diesem Feiertag. Oder genießt das keine Ahnung was bestehende Wetter, was das sein wird. Was sagt denn mein Wetterbarometer? Wollen wir doch mal reinschauen, was das Wetter sagt. Einen Moment. Wetter. Dienstag. Nee, ich brauche Donnerstag. Schnee. Also Schnee bei 19 Grad bis 6 Grad. Ich hoffe, die meinen Regen mit diesem Symbol, ansonsten wird es kritisch. Ganz im Ernst. Wisst ihr, was das Geile ist? Mein Echtwetter in Real Life sagt für Donnerstag voraus Regen. 11 bis 5 Grad. Na, mal gucken, wer von beiden recht hat. So, also, was hatte ich geplant für diese Episode? Wie wär's mit einer kleinen Kartenerkundung? Hab ich mir so gedenkt. Wir bewegen uns jetzt mal in Richtung. Wo wollen wir hinfahren? Wo wollen wir hinfahren? Wollen wir mal den Hafen abklappern? Also wir sind ja letztens nur bis zu dem zur Brücke bei diesem Fräulein da gekommen. Ne, nicht mal, glaube ich, ne? Ich hab's gerade nicht im Kopf. Sind wir bis zu dem Fräulein gekommen? Nee, ich glaube nicht. Nee, stimmt, wir sind bloß bis hier vorne gekommen. Und dann war schon fast die Episode zu Ende. Dann haben wir geerntet. Wir sitzen im Dorf. Ja, das Dorf ist langweilig, das haben wir schon so oft gesehen. Uah, falsche Spur. Uah. Hektik. So. Wir bewegen uns mal Richtung Landhandel mit unserem kleinen TÜV-TÜV. Ich mag den. Ich glaube, den werde ich nie verkaufen. Doch, werde ich. Vergesst, was ich gesagt habe. Ich werde ihn verkaufen. Der kostet mir nämlich zu viel. Wir parken jetzt hier unten. Stylisch in unserer Bauernparklücke. Und bewegen uns mal nach hier oben. Warum machen wir diesen kleinen Rundgang jetzt? Weil wir Hufeisen suchen. Unsere Statistik sagt, wir haben in dieser Spielaufnahme noch kein Hufeisen gefunden. Und das geht nicht. Das bricht mit der Tradition, die ich ab sofort einführe. Wir suchen Hufeisen. Ich habe keine Ahnung, wo die liegen. Ich verweigere mich strikt Hufeisen zu suchen in meinen Spielen. Also da werde ich. Also ich treffe hin und wieder leider blöderweise immer mal auf eins. Das lässt sich ja nicht vermeiden. Aber ich suche nicht gezielt dort danach, weil ich die ja gezielt hier mit euch suchen möchte. Und ja, die Pferde haben die dumme Angewohnheit, ihre Hufeisen bei eigentlich fast exponierten Plätzen zu verlieren. Und deswegen suchen wir sie einfach mal überall, was hoch ist, wo die so die Programmierer, die Entwickler Gimmicks versteckt haben, zum Bleistift eine Grillecke. Verdammt. Pilze. Yeah. Die sehen nicht lecker aus. Ein Lager. Nicht vorhandenes Lagerfeuer. Nix Hufeisen. Na, doch Hufeisen. Aha. So. Soll erfüllt. Nein, wir suchen weiter. Wir machen jetzt eine Hufeisen-Sammelrunde. Ist vielleicht langweilig für die meisten. Aber ist mir egal. Es gehört zum Spiel und ich will Achievement haben. So. Außerdem habe ich euch die Karte noch gar nicht so richtig gezeigt. Also da ist halt dieses kleine Grilleckchen. BGA hatten wir schon. Dahinter die Mühle. Hatten wir die. Ich bin mir zu 100% sicher, wir hatten die Mühle schon. Warum bin ich mir da so sicher? Keine Ahnung. Ich kenne zwar die Map fast auswendig, aber bestimmte Punkte suche ich immer noch aus. Suche ich immer noch. Wo war die blöde Hängebrücke? Ah ne, die war da hinten am Wasserfall. Glaube ich. Hier gibt es irgendwo eine Hängebrücke. Und die habe ich ehrlich gesagt noch gar nicht gefunden.
Wehe, einer lacht jetzt. Habe ich nämlich echt noch nicht gefunden. Ich habe auch nie danach gesucht. Muss man ja mal, zugeben dürfen. Wir suchen jetzt die Hängebrücke. Vielleicht gibt es da ein Hufeisen. Ja, wenn die da so schon so eine Hängebrücke einbauen, wird bei der Hängebrücke bestimmt auch ein Hufeisen sein. Weil eine Hängebrücke ist was Besonderes und Hängebrücke ist ein geiles Wort, das man gerne öfter sagt. Hängebrücke. So. Und so auch. Dann suchen wir die Hängebrücke. Warum gibt es eigentlich im Dorf keinen Hufeisen? Da war ich bisher nur zu blöd, eins zu finden. Möchte ich jetzt nicht verneinen. Da fällt mir gerade was ein, auf dem Dorf und zu. Zack, zack, zack. Hier parken wir mal schnell. Und genau dieses. Da kommt Gerste rein. Jupp, Jummi. Ja, da fährt man nicht drüber. Arceus, merkt ihr, da fährt man nicht drüber. So, Leute. Hilfe rein. Los, los, los. Blub. Gitterit. Ach ja, kleines Gimmick. Fast über Haufen gefahren, die Frau. Kleines Gimmick, was es in diesem Spiel, ich weiß gar nicht, ob ich es schon gezeigt habe, mir egal, ich zeig's trotzdem nochmal. Und zwar konnte man ja die Fahrzeuge vorher nur im regulären Spielstand zurücksetzen. Ja, also wenn man außerhalb war auf diese Speicherspielstände, konnte man da das Spiel, die Fahrzeuge zurücksetzen, falls man die irgendwo vergriesgnaddelt hat. Also irgendwie die Fahrzeuge verhunzt hat. Diesmal geht es auch anders. Wir sagen einfach hier, ne, nächstgewähltes Fahrzeug zurücksetzen oder auch Gerät, es ist Kackwurst welches. Einmal draufklicken ist der Befehl nur einmalig aktiv für den nächsten Klick. Und der nächste Klick ist der da, ne? Also wenn man einfach nur raufgehen mit dem Cursor, nichts klicken, gar nichts, werden die einzelnen Fahrzeuge alle angezeigt. Wenn man jetzt sagt, ich will aber da ran, ne, und ich verwurschtel mich da ständig, kann man auch vorher sagen, Traktoren an, machen Erntemaschinen, einzelne Geräte auszeigen, jetzt zeige ich aber, der da wird zurückgesetzt, jetzt ist er nämlich dorthin, aber unser Gewicht ist weiterhin dort geblieben, also das Gewicht bitte auch nach da bewegen. Blub. Unser LKW, unser Trecker ist weg. Wir sind beklaut worden. So. Genug Blödsinn gemacht. Der wendet doch da hinten, ne? Und da sind wir wieder auf unserem Hof. Trecker ist da, wo er hingehört. Gewicht ist da, wo es hingehört. Ja, eigentlich nicht ganz. Das gehört nämlich vorne ran. Aber egal. Lass mal jetzt hier stehen. Wir ziehen ja gerade nichts Schweres. Dann müsste er doch ohne funktionieren. Suche ich aber diese vermaledeite Hängebrücke. Ich hoffe, wir finden sie. Ich werde jetzt hier ein bisschen durch die Gegend kutschen. Wir werden eine Hängebrücke suchen. Ihr könnt gemütlich nebenbei ein Brot essen. Wenn ihr das wünscht. Und wir schauen uns mal ein bisschen um. Ich habe irgendwie im Kopf, war die Hängebrücke nicht irgendwie auch in der Nähe von diesen Stromkabeln? Wer von euch hat sie schon? Und wer von euch alle Hufeisen gefunden hat, bitte nicht spoilern. Ich sag's nur. So. Ich mag nämlich ungern gespoilert werden. Da oben habe ich gerade eine Hütte gesehen, glaube ich. Krabbeln wir die Hütte mal hoch. Ich möchte irgendwie immer Doppel-W drücken zum Sprinten. Warum? Ach ja, weil ich vorhin noch Minecraft gespielt habe. Hütte. Hüttenpilze. Hüttenholz. Gibt es hier auch ein Hüttenhufeisen? Toter Baum. Ich höre hier im Spiel immer ein Flugzeug. Ich habe noch nie eins gesehen. Die Entwickler sind voll gemein. Bauen ein Flugzeug ein, was man nicht sieht.
Ja, gibt wohl kein Hüttenhufeisen. Schade. Hätte ja sein können. Campingplatz akzeptieren, sofort hin da. Nee, 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 ja. Ich habe das Gefühl, hier waren wir schon mal. Ob das Zeug nachgewachsen ist, weil wir es einfach haben liegen lassen? Egal. So, wir zoomen hier wieder raus. Irgendwo müssen wir kurz kratzen. So. Und wir fahren wieder fleißig weiter im Kreis. Geht doch. Das heißt, also die Kosten haben wir auf jeden Fall schon für beide reingespielt. Würde ich jetzt mal eiskalt behaupten. Ne? Dementsprechend, die haben sich auf jeden Fall bezahlt gemacht. Ist eine Investition, die sich lohnt. Auf jeden. Aber wie gesagt, lohnt sich wirklich nur, wenn man beide kauft. Und wenn man die von vornherein dann schon einparkt. Es bringt nichts, sie zu kaufen, wenn die Missionen kommen. Weil ihr schafft es nicht, in 4 Minuten knapp da hochzufahren. Weil irgendwann gilt die Mission als gescheitert, selbst wenn die Uhr noch nicht angefangen hat zu ticken. Also es wird wirklich, kauft sie vorher die Fahrzeuge. Und wenn ihr vorher kauft, wie gesagt, schaltet einfach die Mission aus, die Nerven oder lasst es an und klickt es einfach weg. Wartet, bis ihr beide Dinger geparkt habt und ab dann könnt ihr die Aufgabe annehmen und dann ist es eigentlich fast immer zu schaffen. Ich habe bloß das dumme Gefühl, dass hier langsam das Gras alles nachwächst, weil wir das andere Gras liegen lassen. Ich glaube, dass den Effekt gibt es immer noch, wenn man das gemähte Gras einfach liegen lässt, wächst es darauf wieder nach. Was sagt mein Zeiteisen? 12 Minuten überhaupt schaffen. Ja, okay. Ein Hufeisen haben wir erst gefunden. Ich habe eigentlich mit ein paar mehr gerechnet. Wenn wir schon eine Hufeisenrunde sammeln spielen. Für die, die jetzt abgeschaltet haben, weil sie sagen, Hufeisen suchen ist langweilig. Pech. Hab da die Mission verpasst. Edgy Badgy. Und heute nicht nachher rum, vom anderen Kontostand jetzt. Viel mehr Geld drauf jetzt vorher. Hast gecheatet. Dann werde ich böse. Irgendwie riecht sie gerade nach Brot bei mir. Ich weiß nicht warum. Wird mein Magen sein. Also bestiert mich. Ich habe Hunger. So. Kurz nach Mitternacht. Wir haben Mittwoch. Hey! Wir haben Feiertag. Also im Osten, die haben Feiertag. Ich nicht. So. Das heißt, ich werde gleich noch eine Runde Dawn of War aufnehmen. Dann werde ich noch eine Runde rendern. Also der Computer wird alleine rendern. Ich werde bloß vorher noch schneiden und cutten. Und rendern einstellen, der wird ja alleine rendern, ich werde Heier machen und morgen früh werde ich was essen. Auf jeden. Und dann werde ich auch die Folgen direkt hochladen und wie immer startet es denn mit Landwirtschaftssimulator mit dem LS und geht dann immer abwechselnd mit Dawn of War weiter. Ja, weiß nicht. Interessiert. Also, jetzt mal die Leute, die jetzt hier hauptsächlich beim Landwirtschaftssimulator sind, guckt ihr eigentlich auch meine anderen zwei Let's Plays? Oder seid ihr eigentlich nur wegen dem Landwirtschaftssimulator hier? Yeah, Zeitbonus. Wir waren noch schneller als vorher. Ist das geil. Wenn ich jetzt auf B drücke, B und O, und sage aufsammeln, sammelt der jetzt noch auf? Nein, er sammelt das Gras nicht mehr auf. Nein. Egal. Wir parken ihn wieder. Ja, es wird ja fast bei. Geht doch ratzefatze noch zwei so eine Dinger und dann, er hat 3 oder 4 noch so eine Dinger und wir können uns schon mal die Sämaschine leisten. Das wäre doch cool, oder? Dräger sagt ja, da oben ist nichts. Wir müssen woanders hin. Also gesagt, schaut ihr jetzt, oder seid ihr jetzt nur hier wegen Landwirtschaftssimulator oder. Da ist nichts. Oder wie? Oder wo? Oder
Interessiert ihr euch nicht so für das Sci-Fi-Universum allgemein oder interessiert ihr euch nicht für Warhammer 40.000 oder ist euch das generell Wumpe? Bin neugierig. Befriedigt meine Neugierde, bitte. Das ist so, was ich gerne wüsste. Ja, weil man muss ja mal. Hätte ja sein können, dass auf den Kisten was liegt. So. Das ist Feld 40. Ist für 200, was waren es gewesen? 95.000 weggegangen. Wollen wir mal gucken, was der Spaß kostet. Und warum wird es dir jetzt zum Verkauf angeboten, wenn es versteigert wurde? Ja, Wollingen. 5. Das ist das größte Feld sogar. Ich habe mal gedacht, Feld 1 ist größer. Feld 1 liegt nämlich bei 10, bla Hektar. Alter Verwalter. Ich guck grad, ob ich die Hängebrücke oder so sehe. Oder? Wo ist die Hängebrücke, verdammte Axt? Egal. So, die letzten paar Minütchen verbringen wir jetzt hier noch auf der Suche nach dem heiligen Hufeisen. Das Hufeisen von Lucky Joe. Der war nicht mehr so lucky, nachdem er es verloren hatte, also sein Pferd. Weil es hat ihn abgeworfen und er musste es erschießen und zu Wurst verkaufen. Denn das macht man mit Pferden. Wurst. Schöne, lecker Pferdesalami. Noch immer keine Hängebrücke. Es waren auch schon mal Flaschen in also Flaschen, beim selber waren es ja Flaschen. Hier versteckt und ich fände es übrigens noch cool, also die haben ja jetzt diese Mod rausgebracht mit den Gebäuden. Ich fände es viel cooler, wenn man die von Anfang an sowieso alle kaufen muss. Also die gibt es einfach nicht und man muss sie sich kaufen. Dass man sich dann wirklich nach und nach die Gebäude dazu kauft, die man braucht. Okay, man muss natürlich auch einen Zweck haben, die Dinger zu kaufen, also irgendein Sinn muss ja schon dahinter sein. Dann müsste die Fahrzeuge dementsprechend auch Schaden in Anführungsstrichen oder Wartungsarbeiten verursachen für dumm rumstehen in der Landschaft. Solche Sachen muss man halt, müsste man dann dementsprechend auch noch einfügen, das gibt es ja nicht. Schade, schade, schade. Schon wieder nix. Verdammt! Ich will eigentlich die Hängebrücke finden. Wo ist die? Ist auch auf der Map nicht eingezeichnet, glaube ich. So, wir haben noch eine Minute. Ich werde jetzt live miterleben, wie ich mich nach hinten beuge, den Karton raushole. Säffchen aufschlagen und die Hängebrücke sogar. Sie steht natürlich nicht drauf. Nein, warum nicht? Spinnerei, weil der Bla L. Was der Turm. Mhm. So scheiß. Gehen wir doch einfach mal zum Wasserturm. Verdammt, jetzt hatte ich gedacht, da ist eine Hängebrücke zu sehen. Aber den Arsch stecken. Dann halt mit. So. Was haben wir noch? Immer noch 2 Minuten. Ich habe mit Absicht die Zeit zurückgestellt, gibt's zu. Auf den Golfplatz dürfen ja nur Golfkarts, ne? Ich bin Bauer, das ist mein Golfgame. Juhu! Was passiert eigentlich? Bong. Okay. Ja, wir machen jetzt wieder ein bisschen. Also ihr müsst, seid ja nur diejenigen, welche die es sehen müssen. Ich mache jetzt wieder ein bisschen Spökes am Ende der Folge. Sind ja bloß noch eine knappe Minute. Da kann man das mal machen. Yeah, Freestyle. Man muss ja nicht immer als Bauer durch die Gegend kutschen, ne? Man kann ja auch ein bisschen Spökes machen. Als Hobbybauer dann dementsprechend. Wir sind ja nichts anderes als Hobbybauern. So, der Wasserturm. Den habe ich auch schon in der Demo gesehen. Da konnte man nicht drauf. Jetzt bin ich mal gespannt, ob man hier irgendwie drauf kann, jetzt in der Folge.
Weil Aussicht genießen wäre ja auch mal was. So, eigentlich sind die 20 Minuten um, aber... Ja, ich gehe jetzt nicht auf den Turm. Ich möchte mal wissen, was ist eigentlich hinter der Map? Ah, eine unsichtbare Wand. Verdammt, ich mag es nicht, wenn die Leute das so lösen. Ich hasse unsichtbare Wände. Ja, so. Das zweite Hufeisen in dieser Folge. Ich bin glücklich. Ich hatte fast noch immer keine Hängebrücke gefunden. Aber. Haha, das dritte. Sind wir nicht hochgelaufen, verdammt. So. Das dritte Hufeisen in dieser Folge. Ich sag mal. Tschüss. Auf Wiedersehen. Wir sehen uns in der nächsten Aufnahme. Die werde ich dann für euch am heutigen Tag dann machen, weil für euch ist ja schon der 31. Werde ich mich hinsetzen. Diesmal keine Quizfrage, kein Zeitlimit, ihr müsst mir nichts beantworten. Schreibt einfach in die Kommentare, was haltet ihr von den Folgen. Eine Info an diesen einen kleinen Hater, der das Dislike gegeben hat. Ist ja kein Hater, ist ein Dislike. Bitte schreibt doch in die Folgen, wenn sie euch nicht gefallen, die ein Dislike gibt. Warum? Ihr könnt gerne Dislikes geben, wenn es euch nicht gefällt. Habe ich ja nichts dagegen. Gehe in seine Meinung. Aber ich wüsste gern, warum. Einfach nur so für mich. Ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Gehabt euch wohl. Wir sehen uns am Freitag. Ich habe bloß gerade den Sendeplan nicht im Kopf. Es müsste relativ spät sein, weil ich habe Frühschicht. Also, bis denn zur nächsten Aufnahme. Tschüss.